Hallo liebe Angelfreunde und herzlich willkommen bei Christian am Bach. Heute wieder Ansitzangeln. Ich habe Grundfutter dabei, ich habe aber auch Würmer eingepackt, falls die Aale wollen. Ein neues Feeder-Set, was ich heute ausprobieren möchte. Wie immer günstig und hoffentlich erfolgreich. Dann gibt es das Gewinnspiel zum letzten Mal, da gibt es die Auflösung zu und ein neues Gewinnspiel. Freut euch Leute, bleibt dran! Für die Angelei mit dem Futterkorb mische ich mir jetzt ein bisschen Grundfutter an. Dazu ganz normales Paniermehl. Viel brauchen wir da heute nicht. Ist ja ein kleiner Bach und ich will die Fische auch nicht satt füttern. Aber so ein bisschen was im Futterkorb, damit die Fische hier an den Platz gelockt werden, ist immer gut. Kommt das Wasser von dem Mais dabei, das ist schön süß. So, dann habe ich noch hier Vanillepulver. Das gibt so eine schöne Wolke unter Wasser. Ist eigentlich nur Zucker und Stärke und Vanillearoma sowas. Aber im Grundfutter macht das schon viel aus. So, jetzt mischen wir das einmal schon mal durch. Dann kommt da Wasser dabei, aber nicht zu viel, das ist wichtig. Weil wenn das so ein Schleim wird, der einfach nur fest im Futterkorb hängt, dann können die Fische da allenfalls dran lutschen, aber das löst sich nicht mehr aus dem Futterkorb raus. Das soll so eine schön bröcklige Konsistenz kriegen. Riecht jetzt schon lecker nach Mais und Vanille. Ich habe meinen Eimer zu Hause vergessen. Ich habe so einen schönen Falteimer, aber der ist leider in der Tasche, wo meine Stiefel drin sind. Und meine Stiefel habe ich heute nicht dabei. Aber mit der Tüte, muss ich sagen, ist ganz praktisch, weil ich mir die Finger nicht versaue. Ich meine, ich habe ja eigentlich genug Wasser zum Waschen, aber lässt sich gut kneten damit. So, der hat mal eine gute Konsistenz. Jetzt tun wir noch ein bisschen Mais dabei. Nicht zu viel, weil Mais macht die Fische wirklich satt, wenn die Maiskörner da aufnehmen. Aber ein paar Körnchen knete ich da jetzt noch mit rein. Das sieht super aus. Ich würde sagen, Müll einpacken, Futterkorb montieren und dann geht's los. Ich habe hier einen recht kleinen Futterkorb von 10 Gramm. Der reicht hier vollkommen aus. Ich möchte die Fische ja auch nicht überfüttern. Vielleicht mache ich den nachher noch ab und normales Grundblei dran. Aber erstmal kommt jetzt ein bisschen Futter mit dabei. Ich habe hier einen Anti-Tangle-Boom auf die Schnur gezogen. Ich weiß, manche machen es andersrum. Aber ich finde, so hängt das perfekt, wenn der Haken hier runterhängt in der Spur. Wenn man es andersrum macht, dann hat man einen ziemlich großen Winkel, der da absteht. Und ich hatte es oft so, dass sich das dann hier oben verheddert. Aber das kann jeder machen, wie er will. Eine Perle als Knotenschutz, ein Wirbel und dahinter kommt mein Haken gleich. Und dann denke ich mal, ich werde erstmal einen Wurm drauf machen. Ich habe auch noch Bienenmaden dabei, Würmer, Bienenmaden habe ich dabei, den Mais natürlich. Mal schauen, was die Fische nachher möchten und was hier überhaupt für Fische drin sind. Das ist eine ganz neue Stelle für mich. Ich habe hier zwar schon ein, zwei Mal getestet, aber noch nicht mit Futter. Und da habe ich oft erlebt, dass da mehr Fische am Platz sind, dass die Fische halt angelockt werden von weiter her. Gerade in so einem Fließgewässer, wo das Futter dann über den Grund treibt, habe ich da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Sind wir gespannt. Rute montiert. Futter angemixt, jetzt kann es endlich losgehen. Ich habe mir hier eine neue Stelle ausgesucht. Der Bach macht hier so einen richtig schönen Bogen. Da vorne ist so richtig tief, unterspült das Ufer, eine tiefe Rinne. Man kann auch hier nicht den Grund sehen. Das Wasser ist also nicht so klar wie an meiner anderen Stelle am Bach. Da ich nicht weiß, wie viele Fische hier überhaupt auf dem Stück sind, werde ich den Futterkorb erstmal nur voll machen, gar nichts vorher reinschmeißen. Ich will ja die wenigen Fische eventuell nicht satt füttern. Deswegen erstmal wenig Futter, einmal Futter in den Futterkorb. Dann kommt hier unten so ein schönes kleines Dendrobena-Würmchen dran. Und dann hoffen wir mal, dass was beißt. Handtuch beim Wurmangeln, immer sinnvoll, sonst sehen die Finger aus, als hättet ihr im Garten gearbeitet. Und so sieht dann das Gerät natürlich auch aus. So, Würmchen ist dran, Futterkorb ist voll. Da vorne diese tiefe Rinne, die habe ich mir ausgewählt, weil ich weiß, da wird das Futter schön am Grund lang gehen. Ups, Treffer, wunderbar. Rute ablegen, die Spitze leicht spannen. Ihr habt bei der Rute zwei verschiedene Spitzen dabei.
Eine ist aus Vollglas und die andere ist so eine schwarze Carbonspitze. Die eine ist rot, die andere ist grün. Das Schwarz sieht man halt unten, das Carbon. Die Carbonspitze habe ich jetzt drauf, die ist ein bisschen härter. Diese Vollglasspitze, die ist ziemlich weich. Und da habe ich Angst, dass ich die Bisse nicht angeschlagen bekomme. Der Futterkorb liegt jetzt schön da in der Strömung. Dahinter der Wurm. Die feinen Bestandteile des Paniermehls und so weiter werden schön rausgespült. Die Fische folgen hoffentlich der Futterspur, die dann da um die Kurve rumgeht, finden meinen Wurm und beißen. Das müsste ich an der Spitze sehen. Die ist wirklich schön weich, empfindlich. Das Rot sehe ich auch sofort. Den Griff habe ich hier auf meinem Bein liegen. Ich kann sofort zupacken. Den Freilauf von der Rolle, den habe ich jetzt erstmal nicht aufgemacht, weil ich bin ja wirklich schnell an der Rute und kann auch bei jedem Biss reagieren. Den ersten ordentlichen Rupfer, aber leider war es nur ein Rupfer, der Fisch hing nicht. War auch irgendwie nichts zum Anschlagen, aber es hat ordentlich in der Rute geruckt. Der Futterkorb ist leer, ich weiß also, das Futter ist schön rausgespült worden. Da ich auch einen Biss hatte, weiß ich ja, Fische sind da. Ich mache den also nochmal voll hier. Dann kontrolliere ich den Wurm, ob der noch in Ordnung ist. Ah, das sieht noch schön aus, das Würmchen. Die Rute wieder an den gleichen Platz. Perfekt. Jetzt hoffen wir, der nächste Fisch hängt. Der erste Fisch mit neuer Rute. Und wie immer ist der erste Fisch ein kleiner Döbel. Nee, es ist ein Rapfen, Leute. Mal was anderes hier. Habe ich lange nicht mehr am Bach gefangen. Ein schöner kleiner Rapfen. Die können richtig groß werden. Auch hier im Bach habe ich schon Exemplare bis 60 cm gefangen. Die machen dann schon Freude an der Angel. Den machen wir jetzt vorsichtig ab hier. Und dann geht er zurück. Weg ist er. Wirklich toll hier. Mal kein Döbel, sondern ein Rapfen. So ein bisschen Abwechslung macht doch Freude. Und ich konnte den Biss richtig toll erkennen. Hier die Spitze, die hat den Biss wirklich gut wiedergegeben. Ich bin auch froh, dass ich die härtere dran gemacht habe, denn ich denke, mit der ganz weichen grünen, da hätte ich vielleicht den Anschlag nicht durchbekommen. Die ist dann wohl besser, wenn man am See angelt oder so, wenn die Fische ziemlich empfindlich sind. Aber hier, da greifen sie beherzt zu und mit der etwas härteren Spitze war der Anschlag dann, der saß perfekt. Ich hatte eben zwei, drei Fehlbisse, wo einfach nur so ein Rupfer und dann tat sich nichts mehr. Dann habe ich jetzt einen ziemlich kleinen Haken drauf gemacht. Bei so kleinen Haken habe ich immer die Sorge, dass der Fisch den Köder direkt zu tief inhaliert und ich den Haken dann kaum noch rausbekomme und dem Fisch dann schade. Besonders kleine, untermaßige, die man natürlich zurücksetzen möchte. Aber jetzt hat sich das bewährt hier. Leichteres Vorfach, feinerer Haken. Den Wurm nur vorne mit der Spitze drauf und dass er natürlicher in der Strömung ist. Das gab dann jetzt gerade diesen kleinen Rapfen. Ich werde jetzt mal eine Bienenmade drauf machen. Die habe ich ja auch noch dabei. Probieren wir mal alles aus und gucken, was da drauf beißt. Ich habe hier schon große Aale gefangen. Jetzt haben wir mal hier so eine schöne Bienenmade drauf gemacht. Den Futterkorb hatte ich jetzt in der Zwischenzeit viermal gefüllt. Bei meinen vier Fehlbissen, die ich da hatte. Ich denke mal noch einmal und dann tauschen wir den Futterkorb erstmal gegen ein leichtes Blei aus. Denn wir wollen die Fische natürlich nicht überfüttern. Jetzt mache ich ihn erstmal nur halb voll, presse das ein bisschen fester da in dem Korb, dass das ein bisschen langsamer ausgespült wird. Sonst habe ich Sorge, dass ich die Fische einfach überfütter. So, Bienenmade drauf, Futterkorb wieder voll. Gleiche Stelle da vorne. Meine ausgespülte Rinne in der Kurve. Perfekt. Und dann gucken wir mal, was das bringt. Ich könnte hier bei der Angelrolle auch den Freilauf einschalten. Geht ganz einfach. Schalter hoch und der Fisch kann freie Schnur abziehen. Aber da ich die Rute eh hier in der Hand auf meinem Bein habe, halte ich das nicht für notwendig. So kann ich direkt anschlagen. Beim feinsten Zupfer kann ich die Rute in die Hand nehmen, ein bisschen hinterhergehen und dann den Anschlag setzen. Ja, Fiederangeln macht schon Spaß. Auch am See auf größere Brassen oder sowas. Tolle Angelei, große Rotaugen, Rotfedern. Macht wirklich Laune. Hier am kleinen Bach auch toll, weil ihr seht ja, man weiß nie, was beißt. Jetzt haben wir schon einen kleinen Rapfen gefangen. Wer weiß, was da noch kommt. Ich hatte jetzt hier einige Zupfer auf meiner Bienenmade und ihr seht, die ist wirklich total ausgelutscht. Ich denke mal, dass das kleinere Fische waren, die die Bienenmade nur ins Maul genommen haben und so drauf rumgebissen.
kurz an der Rutenspitze gezuckt, gehakt haben sie sich nicht. Ich habe jetzt noch Tauwürmer dabei. Die waren hier sonst immer am besten. Da werde ich jetzt mal einen drauf machen. Dafür ist der Haken mir eigentlich ein bisschen zu klein. Aber ich werde den Tauwurm nur oben am Kopf kurz einhaken und den dann wirklich ganz dran lassen. Alternativ könnte man den auch mit der Ködernadel aufziehen. Aber wir probieren das jetzt so. Das sieht sehr natürlich aus. Oben guckt die Hakenspitze raus. Meine Hände werde ich mir jetzt erstmal sauber machen. Ich weiß, so ein Angler sollte das eigentlich abkönnen, dreckige Hände, aber ich mag das gar nicht, wenn ich danach am Gerät und sowas bin. Diese Erdehände, nichts für mich. So, jetzt hatten wir immer noch ein paar Bisse. Das heißt, Fisch ist da. Futterkorb mache ich noch mal halb voll. Ich glaube, beim nächsten Biss oder beim nächsten Fisch werde ich dann mal den Futterkorb gegen ein leichtes Blei austauschen. Jetzt aber noch mal ein halber Futterkorb, Paniermehl, Mais, Mischung hier. Vanillegeschmack. So, schöner Tauwurm im Ganzen. Halber Futterkorb. Und dann wieder da vorne in meine Rinne. Perfekt. Ich muss sagen, das Handling hier mit der Rute, 3,30 Meter, die leichte Freilaufrolle hier am Bach, klappt super. Ich bin bisher noch keinmal aufgestanden, außer bei dem Fisch eben. Und kann hier damit gut hantieren. Die Länge ist optimal hier für diese Stelle. Wenn es natürlich ein bisschen zugewachsener ist oder so, dann wären da 3,30 Meter schlecht, auch wenn Bäume oben drüber gewachsen sind oder so. Aber hier an der Stelle klappt das wirklich sehr hervorragend. Die Rute ist von Sänger Bionic Phase 3, heißt die Feeder. Kostet so um die 45 Euro. Die Rolle kostet das gleiche. Sänger Ultratec Gold. Beides zusammen kostet unter 100 Euro. Mit dem Futterkorb dabei, der Schnur und sowas, seid ihr so knapp bei 100 Euro. Das finde ich wirklich akzeptabel für so ein Feeder-Set hier. Und es fängt auch Fische. Ich hoffe jetzt natürlich, dass da noch ein größerer beißt. Aber da steckt man nie drin, das ist eben Angeln. Man wünscht sich immer den dicksten Fisch, der hier drin ist. Was man bekommt, das entscheidet dann das Schicksal. Aber Hauptsache draußen sitzen, Natur genießen. Und einen Rapfen und ein paar schöne Bisse hatte ich jetzt schon. Also verschwendet war der Tag hier auf keinen Fall. Ich glaube, bis es dunkel wird, bleibe ich noch. Ich habe noch eine zweite Rute eingepackt. Da könnte ich mir vorstellen, einen dicken Tauwurm dran zu machen. Ich habe noch so einen Bissanzeiger dabei, den kann man an die Rute festklipsen. Dann könnte ich die Rute nämlich mit diesem Bissanzeiger da hinten in die nächste Biegung da stellen. Das würde meine Chancen verdoppeln. Biss, Biss, Biss. Jawohl, den haben wir. Oh, das ist ein etwas größerer Fisch. Schön. Ich rechne mal mit einem Döbel, weil die gibt es hier häufig. Ah, auf jeden Fall ein schöner Fisch. Gucken wir mal an, was es ist. Toll. Zweiter Fisch hier auf den Tauwurm. Das Maul ist etwas kleiner und er hat ziemlich viele Schuppen. Kein Döbel, sondern ein Aaland. Ist etwas hochrückiger als ein Döbel, nicht so stromlinienförmig. Ist schon eine schöne Größe hier für den kleinen Bach. Und mal wieder eine neue Fischart. So einen habe ich hier noch nicht gefangen. Hier vorne sieht es richtig tief aus. Da möchte ich jetzt hier meine Joker-Rute montieren. Da kommt jetzt der dickste Tauwurm dran, den ich hier finde. Ich glaube, der hier, der sieht richtig, nee, der ist kurz. Dick, aber kurz. Der sieht richtig schön aus. Den werden wir jetzt mal dran machen. So. Wieder nur am Kopf. Das sieht doch super aus. Ein toller Wurm. Gut, dass ich das Handtuch mitgenommen habe. Der darf da vorne schon mal baden. So. Finger sauber. Oh, der bewegt sich richtig toll im Wasser.
dass er am Grund gleich macht. Jetzt schmeiße ich den direkt hier vorne, quasi unter der Rute. So eine tiefe Rinne hier. Da kommt er rein. Gut. Das sieht gut aus. Die Bremse mache ich schön auf. Wer auch immer dabei ist, kann frei ziehen. Und damit ich den Biss mitbekomme, habe ich hier von Sänger so einen Bissanzeiger, den man in die Schnur machen kann. Muss ich jetzt mal gucken, wie das geht. Blaue LED, lauter Ton bei Biss. Das sieht doch gut aus. Dann die Schnur da oben drauf. Und jetzt müsste beim Biss... Oh ja, wenn ich hier vorne ziehe, piept es da hinten. Ganz easy, einfach nur so ein Röllchen. Dann hoffen wir mal, dass da was beißt. Und weil ich wie immer auch an euch denke, habe ich zwei von den Dingern bestellt. Dieses hier möchte ich verlosen. Ihr sollt es bekommen mit ein paar Aufklebern von Big Fish Media. Die Gewinnspielfrage diesmal lautet, wie viele Fische habe ich bis jetzt hier gefangen im Video? Wer diese Frage richtig beantwortet und in die Kommentare die Antwort schreibt, da werde ich einen auslosen und dann kriegt er dieses Teil hier, diesen Bissanzeiger für an die Rute zu klippen, wie er da hinten gerade an der Rute hoffentlich gleich einen Biss anzeigt, zugeschickt mit ein paar Aufklebern. Beim letzten Bach-Video hatte ich ja dieses Forellen-Hosentaschen-Set vorgestellt, mit dem ich schöne Döbel fangen konnte. Das zusammen mit ein paar Aufklebern hatte ich verlost. Gewonnen hat Nick Meerwald. Nick, herzlichen Glückwunsch. Bitte schick mir eine E-Mail an bigfishmedia@web.de mit einem Beweis, dass dir dieser Account gehört. Screenshot oder sowas reicht mir da. Und ich schicke dir dieses Hosentaschen-Set und ein paar Aufkleber zu. Wenn du magst, schreibe ich dir auf einen noch eine schöne Widmung drauf. Das kannst du selbst entscheiden. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Mail und wünsche dir jetzt schon viel Spaß mit dem Ding hier. Petri Heil. Die Sonne geht gleich unter und ich habe ein paar schöne Fische fangen können. Hier mein preisgünstiges Feeder-Set hat wunderbar funktioniert, ließ sich gut angeln. Also es muss nicht immer der hochwertigste Kram sein. Es geht auch mit preisgünstigen und modernen Sachen geht es auch. Also wunderbar, keine Einschränkungen. Ich habe die Fische, die ich hier gefangen habe, schön drillen können. Werfen ließ sich das Ding gut. Und auch... ja, sonst die Handhabung, alles, ich bin zufrieden. Da hinten die Rute mit dem Bissanzeiger hat eben schon ein, zwei Mal gepiept, aber es waren immer nur so leichte Rupfer gewesen, wie ich hier ja auch an meinem Wurm da hatte. Hat sich noch nichts aufgehangen. Ich werde jetzt noch ein bisschen weitermachen. Ich denke mal ein halbes Stündchen, dann wird es ganz dunkel sein und dann werde ich einpacken. Euch allen wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg am Wasser und diesen Bissanzeiger für an die Rute zu klippen, den werde ich noch mal testen. Derjenige, der den gewinnen wird, der kann mir ja auch mal sagen, was er davon hält. Ich finde das Teil auf jeden Fall klein und genial für den Preis. Den kostet, glaube ich, 8,95 Euro oder so. Da kann man natürlich nichts sagen. Wer mich auf Instagram begleiten möchte, dem hacke ich hier unten mal meine Instagram-Adresse rein. Ich würde mich freuen. Ansonsten, ja, ich habe es schon gesagt, viel Erfolg, viel Spaß am Wasser. Bis zum nächsten Video. Euer Christian.